Ja, hallo meine lieben Zuschauer zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und dabei haben wir heute ein wunderbares Schiff, nämlich das Tier 10 Schlachtschiff Conqueror. Ein unfassbar optisch geiles Gerät mit seiner Turmanordnung, sehr klassisch. Hinten zwei Türme, drei Kanonen und vorne zwei Türme, A3-Kanonen. Also in Summe 12 Granaten, die hier Richtung Gegner geschickt werden können. Volle Hitpoints mit knapp 83.000, gerade im Tier 10er Bereich gar nicht so groß. Wenn man sich da mal zum Beispiel die Deutschen ins Gedächtnis ruft mit über 100.000 oder die Yamato mit knapp 100.000 zum Beispiel. Aber auf jeden Fall, apropos Yamato, sind wir da nämlich schon. Hat er schon mal direkt angezündet. Hat aber scheinbar jetzt genug gehabt. Dementsprechend keinen Schaden mehr durch. Brand. Aber er bleibt erstmal mit HE drauf. HE-Granaten sehr gut funktionierend auf den britischen Geräten. So, hier der nächste Brand. Und scheinbar will er die Yamato unbedingt tot sehen, denn die lässt er jetzt mal gar nicht aus seinen Augen. Und wir sehen oben der Damage, der allein durch den Brand passiert, pro Tick immer über 1000. Und nochmal ein Brand, also die Yamato, die hat jetzt hier furchtbar zu leiden. Und weiter geht's da mit HE drauf. Da kennt er nix. Ja, und ausnahmsweise mal keinen Brand, aber ja. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Durch die Brandherde hat er das First Blood hier sich sichern können und schon 81.800 Schaden gemacht. Also. Und er schreibt auch im Chat, haha, Nerf needed. Ja, dazu kann sich ja jeder sein eigenes Bild machen. Aber natürlich eine sehr spannende Frage, die ich direkt an euch weitergeben will. Wie findet ihr denn bisher die britischen Schlachtschiffe? Was ist denn eure Meinung? Denkt ihr, sind gut, zu stark, zu schwach? Haut mal da eure Meinung in die Kommentare. Natürlich würde mich das sehr interessieren. So, die Hipper, ja, mit 10.000 Schaden begrüßt, aber nicht so wirklich krass. Hat da den Winkel auch dementsprechend gerade noch gerade so gut verändert. Sonst hätte es dann nämlich auch nochmal wahrscheinlich anders ausgesehen. Und die Lion, die fährt da sehr schön seitlich. Da könnte es mal richtig scheppern. Aber ja, Glück gehabt. Wirklich Glück gehabt. Denn da kam jetzt mal gar nichts rum dabei. Und ein Alabama. Auch die wird mit HE sachgemäß begrüßt und auch hier sofort der Brand, der auch erstmal ein bisschen tickt. Sehr schön. Den Damage nimmt man natürlich gerne mit. Und nochmal da getroffen. Lion und Alabama formieren sich da jetzt in einem kleinen Verbund
um sich eventuell ein bisschen zu wehren. Aber auch hier wieder der nächste Brand. Also, Brände kann er. Schon 8 Brände, die er hier angestellt hat. Und nicht zu vergessen, wir haben hier ein Schlachtschiff. Und nochmal einen. Also Wahnsinn. Als ob die da irgendwas in die Granaten füllen würden. Nochmal Molotow-Cocktails mit einbauen würden. Man weiß es nicht. Er selbst bekommt hier eigentlich kaum Gegenwehr gerade. Er kann immer mal ein bisschen auf die schießen und die haben eigentlich nichts anderes im Sinn, außer abhauen. Die denken sich, bitte, bitte, lass uns einfach in Ruhe. Macht doch woanders, habt doch woanders deinen Spaß. Und hier auch da wieder die Alabama gefunden. Allerdings in dem Fall ausnahmsweise mal keine Brände. Und jetzt denkt er sich, na gut, dann bekommt die Lion auch mal ein bisschen Liebe wieder ab. Und die schauen nicht schlecht aus, die kommen gut. Yo, wieder ein Brand, der Schaden nicht so dick, aber... Gefühlt hat man ja gerade eher so den Hintergrund, dass man sich denkt, jo, zünd ihn einfach an, der Rest macht schon das Feuer. ...160.000 Schaden sagen da schon alles aus. Ah, und der war wieder sehr schön, wieder 7.000 und nochmal ein Brand. Und wir sehen oben, der Damage tickt unaufhörlich weiter. Und die Alabama. Auch jetzt wieder 2 Brände. Und wir sehen, auch der tickt wieder. Dementsprechend macht es auch hier wieder Spaß. Also gefühlt hat man so den Hintergrund oder das Denken, warum denn AP? Scheiß drauf, bleib einfach bei HE. Das tut schon richtig in jeder Situation seinen Wert. Auch jetzt wieder ein Brand. Damit knackt jetzt die 200k Damage. Unfassbar. So, die Alabama, jetzt dreht sie, kommt sie da auf ihn zu, hat vielleicht jetzt endlich genug, dass er sagt, jo, jetzt will ich dir nochmal zeigen, was ich auch kann, aber scheißegal, das passiert nicht mehr, denn hier hat er den jetzt final aus dem Spiel genommen. Das Game selbst ist sonst sehr knapp. Sein Team noch mit 5 Schiffen am Start. Das Gegnerteam sogar mit 6. Dafür sein Team 2 Caps, Gegnerteam da nur 1. Also da ist noch nichts passiert. Und hier der nächste Brand. Aber ich glaube, ich brauche ihn fast gar nicht mehr kommentieren.
Aktuell bleibt er wirklich erstmal auf HE only. Aber bei 14.000er Schellen und einem Brand fragt man sich auch, warum denn nicht? Funktioniert einfach wunderbar. Und was er im Chat gerade schreibt, das sollte man vielleicht auch noch wirklich mal erwähnen, denn es gibt hier kein Radar, es gibt keine Torpedos oder sonstiges bei den Schiffen. Also die Briten selber, die gehen in der Regel für Schaden. Und das war's auch schon. Also Schaden können sie, aber man kann dem Team sonst nicht mehr großartig mit anderen Sachen weiterhelfen. Und natürlich darf man sowas nicht ganz verkennen, was da andere Schiffe noch mit sich bringen. Wenn man aber wiederum 250.000 Schaden bisher sieht, denkt man sich, wow, ja, Schaden nehme ich, den kann ich. Er brennt hier zwar, hat hier unfassbar viele Möglichkeiten, noch sich zu heilen. Und ich finde es interessant, dass er im Chat über sein Damage so schreibt, denn normalerweise macht es den Gegner aufmerksam auf ihn und so wirkt es auch gerade ein bisschen. Aber die Montana, die fackelt da richtig schön. Und jetzt schaut mal, was der an Heilung da wegmachen kann. Guckt dir mal das bitte an. Der ganze Balken komplett. Also eine krasse Heilung. Und gerade hat er noch ein Drittel und plötzlich ist er wieder deutlich über der Hälfte damit. Das ist wirklich heftig. Er knackt gleich die 300.000 Damage. Und er schreibt es gerade selbst. Sein aktueller Rekord lag bei 310k. Und jetzt ist er schon bei 300. Also da dürfte man von ihm einen neuen Rekord für sich selbst sehen. Und bisher kann man auch nicht sagen, dass es unverdient wäre. Allein schon, was hier gerade passiert. Der hat hier einen Zerstörer. Das andere Schiff da oben ist gar kein nicht aktiv und er ist der Einzige, der wirklich gerade die Hits des Gegners abbekommt. Und da ist die Zerstörung jetzt auch da. Krass. Einfach krass. Er bekommt ja auch schon die Props von seinem Team. 320.000 Schaden. Und auch der Gegner gibt da Anerkennung. So, Lion knapp vor der Versenkung stehend. Aber auch die heilt sich gerade ordentlich wieder hoch. Da sieht man mal, wie effektiv die Heilung da ist. Deswegen wartet der britische Schlachtschiffkapitän auch dementsprechend lange, bis er sich heilt. So, hier 11.800 Schaden und zwei Brände, die auch ebenfalls weiter ticken. Also die 340.000 hat er so gut wie erfüllt. Und jetzt geht er auf AP, denn hier will er die Baltimore sich zurechtpacken. Dreht auch dementsprechend rein. Oh, oh, er hat kaum Headpoints, jetzt muss er gegen reagieren. Das hat er schön gesehen. Da jetzt nicht lang gewartet, sondern sofort den Brand gelöscht und auch sich geheilt. Und jetzt hat er die Lion ebenfalls mit dem Brand gekillt. Der vierte Kill. Einfach Wahnsinn. Ich glaube, das ist ehrlicherweise eines der besten Replays, die ich im Warships-Bereich jemals kommentiert habe. Sensationell, wie er hier spielt und wie er hier agiert. Kann man nicht anders sagen. So, auch hier 14.000 Damage. Die Baltimore, die will sich da aber noch nicht geschlagen geben. So, jetzt muss er da ein bisschen reindrehen, dass er die
alle Kanonen wieder hinbekommt. 10.000 und weg. Krake freigelassen. 395.362 Damage. Und jetzt ist einzig und allein nur noch der Zerstörer am Start, aber wir sehen, der ist da hinten, da ist die Rauchwolke. Und ehrlicherweise, ohne hier das Spiel spoilern zu wollen, aber er bekommt von dem Zerstörer nichts mehr ab. Dementsprechend werde ich hier zum Ende moderieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, eure Meinung ist mir wichtig. Sagt doch mal, was ihr von dem Schiff, dem Tech Tree und besonders aber natürlich auch dem Replay denkt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Hoffe, euch auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.